Hallo und herzlich willkommen zu einem schönen kleinen Test hier von 42nd Gear Street beim lieben Henning in seinem großen Studio. Ich habe mal wieder eine Maybach-Gitarre und zwar ist das hier eine, ich hoffe, ich lese es richtig ab, Stratovari G1, wenn nicht, blende ich es unten ein, falls ich das falsch gesagt habe. Das ist echt ein krasses Biest und zwar ist hier drunter im Prinzip so eine Paisley. So ein Paisley-Ding, ich schalte es mal in die Close-Up-Kamera. So. Ja, also drunter ist so ein Paisley-Ding, dann wurde die mit so einem krassen Diamanteffekt-Lack übergespritzt und der so ein bisschen Relic-mäßig rausgestanzt. Das ist eine krasse Optik, ne? Ja, krasse Optik. Auch hinten. Ja. Die Specs blende ich mal wieder hier ein, das sind ansonsten ganz normale Strat. Specs, wunderschöner Hals, der auch so ein bisschen matt gemacht wird, sodass der hier wunderschön in der Hand liegt und man einfach super drauf spielen kann. Perfekte Bundarbeit. Die Pickups sind von, irgendwas mit Duff, OC Duff, habe ich noch nie gehört, muss ich zugeben, ist eine Lücke bei mir, aber jetzt spiele ich sie zum ersten Mal und gucken wir mal, was die uns so clean über den Sky King von Tone King. Glaube ich, heißt der so, was die uns da so liefert. Los geht's. So, das war nur der Hals-Pickup. Machen wir mal die Zwischenposition, die typische Strat-Zwischenposition, Number 4. Mit dem Pickup. Und die andere Zwischenposition, Nummer 2. Und der Steg-Pickup, der jetzt so richtig schön reintwängt. Genau so muss eine Strat klingen. Das ist ziemlich geil hier. Und auch sehr schöne Unterschiede zwischen den einzelnen Pickup-Positionen. Würde ich sagen, ich mache mal ein bisschen was Softeres. Ein bisschen was Stehengelassenes so. Tremolo ist ziemlich festgemacht hier. Nur sowas machen. Kann man natürlich aber auch freischwebend einstellen, ja. Ja, die Obertöne springen einen gerade so an. Es ist richtig cool. Ja, nehmen wir die mal ein bisschen in den Crunch-Sound rein. Hm? Spiel ein bisschen mit dem Volumenregler hier, Hals-Pickup, Bluesy-Sound. Verzerrt kann sie auch. Die Pickups klingen echt ziemlich geil. Du hast oft bei Strats das Problem, dass die hier beim Steg-Pickup zu
knallig sind. So. Und dass die dann bei dem verzerrten Sound hier nicht mehr genug Druck haben. Aber du merkst hier, ist nicht der Fall. Ja, was kann ich sagen? Es ist genau wie die anderen zwei Maybachs, die ich jetzt hier in den Videos vorstelle, die wahrscheinlich schon auf dem Channel erschienen sind. Das ist echt eine hervorragende Gitarre, die unglaublich gut schwingt und diesen Vintage-Charakter halt voll rüberbringt. Ne? Genau das, was eine Strat machen soll, dieses perlende, glockige, genau das hat sie und diese ziemlich geilen Pickups unterstützen das auch. Bin ziemlich begeistert von all diesen Gitarren und ich habe sowieso schon eine bestellt von Maybach. Das ist eine Custom Shop Lester, also eine Les Paul-mäßige Gitarre. Die wird wohl bald kommen und die werde ich euch dann auch vorstellen aus meinem Studio zu Hause. Und ich fürchte, eigentlich wollte ich keine Gitarren mehr kaufen. Ja, hahaha, eigentlich wollte ich keine Gitarren mehr kaufen. Aber hatte ich mir eigentlich vorgenommen, nur wenn ich jetzt die in der Hand hatte und so, dann muss ich, glaube ich, schon wieder da irgendwie mich anders entscheiden. Leider. Eigentlich habe ich keinen Platz mehr, aber naja, müssen halt welche ins Schlafzimmer. Was soll ich machen? Gut, das war die Stradivari G1, wenn ich es richtig gelesen habe. Und du siehst hier, ja, Schlagbrett auch ziemlich geil. Müsste Messing sein. Die Specs sind eingeblendet, wie gesagt, weil das kann ich mir nicht alles merken, welche speziellen Hölzer das sind und so weiter und so fort. Und das war's zu diesem Video. Dir nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sage jetzt auch hier mal nochmal vielen Dank dem Henning, dass er mich auf die 42nd Gear Street eingeladen hat, was ein absolutes Paradies für jeden Gitarristen ist, weil hier gibt's alles. Hier gibt's einfach alles. Und ja, es kommen auch noch ein paar Videos. Hier haben wir jetzt drei schöne Gitarren. Und es gibt heute auch noch Sachen von, also heute nicht für dich, aber für mich gibt es noch Effektgeräte und alles Mögliche. Und noch andere Gitarren auch. Ein ganz spezielles System. Und ja. Dir vielen Dank fürs Zuschauen. Verpasst nicht die anderen Videos von 42nd Gear Street. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben, freue ich mich sehr. Und die Kommentarfunktion funktioniert auch. Bis dann, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.